Ist kälter als das Lächeln eines Gerichtsvollziehers. Vorwärts, Marsch! Ja, sind wir bald da, Captain? Keine Ahnung, diese verdammte Karte ist unmöglich zu entziffern. Alles nur, um eine Eismaschine abzuliefern. Was wollen die hier überhaupt mit Eiscreme anfangen? Ist doch sowieso alles gefroren. Warum machen wir das? Tja, wir konnten wieder die Miete für das Seehühnchen nicht zahlen. Und Fischmoll Willi sagte, entweder liefern wir die Eismaschine an seinen Freund, den Schneesultan, oder er hackt uns den Kopf ab und wirft ihn ins Klo. Ach ja, das war es. Ich verstehe nicht, was die Leute so toll an Eiscreme finden. Igitt! Sir, kann ich mal raufkommen? Ich habe kalte Füße. Kalte was hast du, Snack? Kalte Füße, Sir. Oh, na gut, aber beeil dich ein bisschen, Snack. Je weniger Zeit wir in dieser gefrorenen Einöde verbringen, desto besser. Captain, da sind ein paar sehr merkwürdige Karotten, die uns folgen. Was? Was faselst du da für einen Blödsinn? Ist deine Birne eingefroren? Ja. Hey, ihr müsst erst sagen, bitte um Erlaubnis an Bord kommen zu dürfen, bevor ihr... Wie bist du aus dem Eisblock gekommen? Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Die Schneetrolle haben unsere Eismaschine gestohlen. So ein Mist! Was wollen wir denn jetzt dem Schneesultan sagen? Weißt du, lieber Snack, in Zeiten wie diesen, wenn der Teufel dir in die Suppe spuckt und dich zwingt, der grausamen Wirklichkeit ins Gesicht zu sehen... Da muss man um Vergebung bitten und hoffen, dass die anderen dich retten. Nein, lügen natürlich! Mit Jack der Pirat! Mein lieber guter Freund Fischmaul Willi hat mir gesagt, dass ihr kommen würdet. Willkommen, willkommen in meinem Schneepalast. Ich hoffe doch, eure Ladung ist intakt. Tja, man soll die Hoffnung nie aufgeben, mein lieber guter Sultan. Doch können wir vorher was essen? Wir verhungern gleich. Aber ja, kommt, folgt mir. Ich habe euch zu Ehren ein Festmahl vorbereiten lassen. Gott sei Dank, ich bin am Verhungern. Ah, es geht doch nichts über ein gutes Mahl vor dem Geschäft. Nicht mehr, Jack? Ja, ja, aber wenn Sie gestatten, würde ich gerne eine Runde schlafen, bevor wir zum Geschäft kommen. Gern, meine Wachen führen euch mit Vergnügen zu euren Gemächern. Aber vorher will ich meine Eismaschine haben. Ach, wirklich? Ihr habt ja keine Ahnung, wie glücklich die Eismaschine mein Volk machen wird. Sehr liebenswürdig von Ihnen, aber ich bin echt unheimlich müde, Meister. Regeln wir die Sache morgen früh. Wieso weigert ihr euch, mir die Eismaschine zu geben? Wir wollen unseren Nachtisch. Mein Volk verlangt danach. Ich nehme gern Eiscreme. Wir alle nehmen gern Eiscreme. Ich nehme, Sie nehmen. Wir alle nehmen gern Eiscreme. Eiscreme. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Kein Grund, sich gleich in den Turban zu machen.
Komm, Mitznack, gehen wir die verfluchte Eismaschine holen. Naja, wir können sie uns schlecht holen, Captain, weil diese Schneetrolle sie uns doch weggenommen haben. Was? Die Schneetrolle? Aha, jetzt ist mir alles klar. Deswegen zögert ihr, mir meine Eismaschine zu geben. Die Trolle haben sie. Nun ja, jetzt haben sie sie. Ich meine, sie haben sie sich irgendwie geborgt. Ich bin sicher, sie geben sie zurück, wenn ihr sie nett darum bittet. Oh! Kommt erst wieder zurück, wenn ihr die Eismaschine habt. Und wenn ihr sie nicht findet, kommt ihr überhaupt nicht mehr zurück. Ihr werdet feststellen, dass die Nächte hier bitterkalt sind. Snacki! Erfriere! Gib mir deine Sachen! Oh, aber Sir! Mach schon! Na gut, dann werfen wir eine Münze. Und wenn ich gewinne, darf ich meine Sachen behalten. Ja, ja, ja. Na, dann los. Kopf oder Zahl, was sagst du? Zahl. Es war Kopf, als sie landete. Wer mit deinen Sachen? War sicher Kopf? Ja! Also gut, solange ich nicht geschwindelt worden bin. Zu spät, wir sind verloren. Hier kommen wir niemals wieder raus. Was für eine Art zu sterben. Ich erfriere in einer Eistrickfilmwüste. Von allen grausamen Wendungen des Schicksals ist das die schlimmste. Vergessen Sie nicht diese gewalttätigen Pudel von der Fiebinsel. Stimmt, aber die haben wir überlebt. Diesmal sehe ich jedoch keinen Ausweg bis auf ein eisiges Grab. Ich meine, wie sollen wir hier drei Schneemänner aus Schnee finden, wenn sämtliche Sachen aus Schnee bestehen, soweit das Auge reicht? Erklär mir das mal, wie? 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 Was? Sagen Sie was, Sir? Haben Sie etwas gefunden? Sieh mal, die blöden Eiswürfelköpfe haben einen Briefkasten. Ha, von allen idiotischen Dingen. Tja, Snack, sobald du fertig bist, kopfüber von dem Schneetroll festgehalten zu werden, schleichen wir in ihre Höhle? Das war unheimlich clever von Ihnen, wie Sie die Schneetrolle gefunden haben, Captain. Oh, sei bloß still. Was werden die wohl mit uns machen? Tja, eine wilde Vermutung wäre, sie werden uns essen. Doch bevor sie uns essen, werden sie uns einfrieren. Tch, von allen verschiedenen Todesarten enden wir als tiefgefrorenes Fertiggericht für einen Haufen fleischfressender Eiswürfel. Ja, mal schade. Ich wette, wir würden gegrillt leckerer schmecken. Ganz bestimmt sogar doch. Hey, da kommt mir gerade eine brillante Idee. So, ihr wollt uns also essen. Tiefgefroren, nehme ich an. Ihr habt wohl noch nie eine Grillparty gemacht. Es ist die leckerste Weise, Menschenfleisch zu genießen. Es ist eine wahre Köstlichkeit. Du denkst, Eiscreme ist was Besonderes? Ha, da weißt du nicht, was dir entgeht, mein frostanfälliger Freund. Das Einzige, was wir jetzt bräuchten, wäre ein Grill. Wie wär's hiermit, Captain? Hm, ausgezeichnet! Ah! Nicht so schüchtern, nicht so schüchtern! Kommt ruhig näher! Jetzt folgt dieses und dann jenes! Kommt ein bisschen näher, dann könnt ihr besser sehen! Tja, so viel zu den Schneetrollen. Das ist eine brillante Idee gewesen, uns zu retten und unser Leben dazu, Captain. Ja, wirklich, nicht? So, jetzt schnappt ihr gefälligst die Eismaschine und dann schaffen wir das Ding schleunigst zum Sultan. Oh nein, Sir, die Trolle haben das ganze Eiscreme-Zeugs verputzt. Hm, das ist peinlich. Aha, nur Wasser zugeben, das bringt mich auf eine Idee. Ich nehm, sie nehm, wir alle nehmen gern Eiscreme. Ich bringe Ihnen Ihre Eismaschine. Bitte sehr, Sie alte Frostbeule. Ich dachte schon, ihr werdet zwischen zu einem Eiszapfen erstarrt. Stattdessen bringt ihr mir meine Eismaschine zurück. Ja, aber leicht ist es nicht gewesen, das sag ich Ihnen. Ihr seid wirklich tapfer. Von jetzt an glaube ich nicht länger die albernen und peinlichen Geschichten, die überall von euch erzählt werden. Ist schon komisch, zu welchem Mut man fähig ist, wenn einem das Wasser bis zum Halse steht. Eure Kaltschnäuzigkeit. Können wir jetzt endlich gehen? Wollt ihr nicht mit uns die Früchte eurer Arbeit genießen? Ich bin kein Fan von gefrorenem Obst. Die einzigen Früchte, die ich sehen will, sind auf einer warmen, tropischen Insel, weit weg von diesem Eiswürfel hier. Wiedersehen! Aber, wie funktioniert sie? Ach ja, hätte ich beinahe vergessen. Nur Wasser hinzufügen und dann die Kurbel drehen. Ah, tausend frostige Dank an euch. Möge das Eis nie an eurem Bart festfrieren. Der Gefahr sind wir, glaube ich, entronnen. Komm mit, Snack.
Machen wir lieber, dass wir wegkommen. Warum konnten wir denn nicht auf ein Eis bleiben, Captain? Darum! Snark, bist du sicher, dass es keinen anderen Weg gibt? Captain, wenn wir die sagenumwobene rosa Perle finden wollen, müssen wir dafür unter Wasser gehen. Ich kann aber nicht schwimmen! Wir steigen einfach in dieses U-Boot hier und tauchen. Dann folgen wir dem Plan in das Unterwasserkönigreich von Krustazien. Und dann schleichen wir uns in das Schloss und stehlen die sagenumwobene rosa Perle. Erwartest du im Ernst, dass ich in dieser Dose unter Wasser abtauche? Es kann überhaupt nichts passieren, Captain. Und du bist sicher, dass wir nicht ertrinken werden? Ich verwette mein Leben darauf, Captain. Aber meins verwettest du auch. Vergiss das nicht. Fertig machen zum Ertrinken. natürlich sinken, Captain. Äußerst witzig, Snack. Ich glaube, wir sollten mal auf die Karte gucken. Du brauchst dieses dämliche Ding nicht. Ich kann dich sehr gut verstehen. Wir sind nicht mal einen halben Meter voneinander entfernt. Richtig, ich glaube, wir sollten mal auf die Karte gucken. Hier steht, dass bald ein Unterseeschloss auftauchen müsste. Da ist es, Captain. Wie sollen wir da reinkommen? Etwa laufen? Wir ziehen unsere Wasseranzüge an und gehen vom U-Boot zu Fuß weiter. Was hieß? W-A-S-S-I-S. Wasserabweisendes Sicherheitsschleusen im Prägniersystem. Das ist kein Scherz, oder? Kommen Sie, Captain, schlüpfen Sie rein, dann können wir in die Druckschleuse. Warum kriege ich das Gefühl, dass mir das leid tut? Wow, Snack, ich bin total begeistert. Es funktioniert wirklich. Was war das? Oh. Du grüne Neune. Ich glaube, es war keine gute Idee, Bohnen zum Mittag zu essen, Captain. Snack, wo kommt das her? Ich krieg keine Luft mehr. Brauche unbedingt Luft. Spüre meine Beine nicht. Snack, du Volltrottel, was jetzt? Wir müssen uns gegenseitig harponieren und so schnell wie möglich zum U-Boot zurück. Bist du verrückt? Zieh nicht mit diesem Ding auf mich. Ich hab's dir schon tausendmal gesagt und ich wiederhole es gern. Seltsam, dass keiner den Schlosseingang bewacht, Snaui. Ich heiße nicht Snaui, Sir. Ich dachte, inzwischen wissen Sie, wie ich heiße. Wir haben diese Eindringlinge am Tor des herrschaftlichen Schlosses entdeckt, eure Matschheit. Ha! Oberflächenwesen! Was führt euch in unser privat betriebenes, selbstständiges Königreich, ihr Luftatmer? Wir hatten vor, eure rosa Perle. Wir haben uns verlaufen. Vielleicht zeigen ihre Wachen uns freundlicherweise den Weg nach oben. Dann können wir wieder zurück an die Luft. Kommt nicht in Frage. Ihr habt unser geheimes Unterseekönigreich gefunden und jetzt kommt ihr nicht mehr weg. Oh, ihr des trockenen Fußes. Wir haben keine andere Wahl, als euch bei lebendigem Leib von der fiesen, fleischfressenden Seemuschel wie Nona fressen zu lassen. Schafft sie in den Meereskerker. Warten Sie! Na, großartig. Ich habe schreckliche Angst. Ich habe Muschelphobie. Wenn es hier unten Kopfläuse gäbe, würden sie vielleicht ihre Verwandten auf deiner Birne entdecken und uns verschonen. Es muss doch einen Weg hier rausgeben. Es gibt keinen. Wer bist du? Ich bin Chuck, das Krebsimitat. Das Krebsimitat? Ich bin hier runtergekommen, um mich unter die richtigen Krebse zu mischen, aber die mochten mich nicht, weil ich nur ein Imitat bin. Und darum haben sie mich hier eingesperrt. Ich habe mich immer gefragt, wo Krebsfleischimitat herkommt. Von wem stammst du ab? Weiß ich doch nicht. Von anderen Krebsimitaten, nehme ich mal an. Aber wenn du von anderen Krebsimitaten abstammst, heißt das nicht, dass du gar keine Imitation bist, sondern ein richtiges Krebsimitat? Aufhören! Das macht mich vollkommen wuselig! Mein ganzes Leben wollte ich nichts weiter sein als ein richtiger Krebs! Ach, verflucht! Hör auf zu blubbern! Ich überlege gerade, wie wir hier rauskommen! Und was machst du so hier unten, Chuck? Naja,
Nicht besonders viel. Hauptsächlich mache ich diese Schlüssel da drüben aus den alten Fischgräten. Nein, wie interessant. Macht das Spaß? Oh ja. Wieso Schlüssel, Chuck? Das kommt vielleicht daher, weil ich noch den heimlichen Traum habe, irgendwann später mal ein Schlosser-Imitat zu werden. Es ist schön, einen Traum zu haben. Wie wahr? Junge, du hast ja alle möglichen verschiedenen Größen hier. Es ist verflucht schwer, sich zu konzentrieren, wenn ihr ständig so einen dämlichen Blödsinn quatscht. Oh ja, ich habe ein paar ganz große und ganz winzige. Oh, hier ist einer, der aussieht, als würde er genau in das Schlüsselloch des Schlosses an unserer Zellentür passen. Na, was sagt man dazu? Hier, sieh dir mal den an. Der ist aber schön. Warte, zeig mal den anderen Schlüssel her. Hier habe ich einen hübschen Käpt'n. Wir stehen da, den, der die richtige Größe für das Schloss hat, du Dödel. Hier ist der Käpt'n. Wundervoll! Chuck, du wunderbares Krebsimitat, du hast es geschafft! Wer hätte das gedacht? Oh, vielen Dank! Oh, was habe ich getan? Du hast einen Schlüssel gemacht, der wirklich in das Schloss passt! Das ist ein wahrhaft denkwürdiger Tag, Snack! Das ist der Tag, an dem Mad Jack, der Pirat, endlich einmal Glück hat! Der Tag, an dem Fortuna erwacht und sich aus ihrem gemütlichen Bettchen schleppt! Das ist... Hier, halt mal! Das ist der Tag, an dem... An dem ihr von Winona der Riesenmuschel gefressen werdet. Kommt, ihr Luftatmer! Die Menge wartet! Schlei am Stiel, hier gibt's Schlei am Stiel! Eiskalt! Würmer, dicke, fette, saftige Würmer, die schmelzen im Mund und nicht in der Hand! Ja, hey, Gummibärchen! Hier gibt's köstlich leckere Gummibärchen, ja! Durchwürste, ja, knusprig, knackige Durchwürste! Plankton, hier gibt's Plankton, die wahre Sauerstoffquelle, mit und ohne Kohlensäure! Plankton hier! Untertänige Bürger von Krustazien, es ist mir ein Vergnügen, diese Sommerspiele des fröhlichen Wetteiferns zu eröffnen! Indem wir die ersten drei hilflosen Opfer brutal zermalmen und bei lebendigem Leib von unserer Riesenmuschel Winona fressen lassen. Jetzt lasst die Spiele beginnen. Was für eine Art zu sterben. Die können wir nur verhindern, gefressen zu werden. Winona. So wie es aussieht, war es das wohl, Captain. Das? Was heißt das? Eine riesige Muschel? Snack, du bist doch dämlicher, als ich vermutet habe. Aber wie sollen wir nur verhindern, gefressen zu werden? Seht euch nur mal an, wie groß dieses Biest ist. Ach, du große Seegurke, ihr zwei passt wirklich gut zueinander. Hört zu, ihr Volltrottel, es ist eine Muschel. Wenn ihr nicht von dem Biest gefressen werden wollt, geht einfach hin zu dem Ding, macht das Maul auf und springt hinein. Also ehrlich. Igitt, Krebsfleischimitat ist ja widerlich! Oh nein! Ich muss unbedingt meinen neuen Freunden helfen! Wenn du nicht sofort meine Kumpels freilässt, springe ich dir einfach wieder ins Maul, du! Sieh nur, Snack! Die rosa Perle! Gib mir die Perle, du dämlicher Muschel! Captain, lassen Sie die Perle los! Nein! Das ist der Schatz, Snack! Ich halte ihn in meinen Händen! Schatz, das Krebsimitat hat nicht so viel Kraft, Sir! Snack, sieh sie dir an! Sie ist wunderschön! Captain, wir werden alle gefressen! Lassen Sie sofort los! Manchmal gehst du mir echt auf die Nerven, Snack! Schnell, Sir, machen wir, dass wir aufs Schiff kommen, bevor die uns erwischen. Die rosa Perle. Ich hatte sie. Hier in meinen Händen. Genau hier in meinen Händen. Verdammt nochmal, beeil dich, Snack. Durch die Schwimmerei habe ich einen riesen Appetit gekriegt. Was gibt's denn? Es schmeckt wie Krebs. Snack, du wirst doch wohl nicht... Du hast doch nicht etwa den armen Chuck gekocht! Selbstverständlich nicht, Captain, er ist oben. Also dann, was ist das? Es ist Schildkrötenimitatsuppe. Aha! Von wegen Imitat!